Ja, wir müssen uns jetzt Ziele neu definieren. Also unsere Zielsetzung in den letzten Wochen war ganz klar. Das heißt, wir wollten diese kleine Chance, die noch da war, in die Playoffs zu kommen, wollten wir nutzen. Dieses Ziel fällt jetzt weg und daher muss man sich neue Ziele setzen. Und ein Ziel kann sein zu sagen, okay, wir wollen jetzt in den letzten beiden Heimspielen noch einmal das zeigen, was wirklich in uns steckt und die Saison positiv beenden. Ich bin immer noch niedergeschlagen, um ehrlich zu sein. Doch, also definitiv. Ich meine, wie schon gesagt, es war ein wichtiges Spiel gestern für uns gewesen. Das haben wir leider verloren. Nichtsdestotrotz, es geht weiter gegen Trier jetzt. Ich habe einfach Lust auf Basketball zu spielen und freue mich, gegen Trier zu spielen. Natürlich haben wir vielleicht so unser Ziel nicht erreicht, aber dennoch, wenn man den Sport liebt, dann freut man sich auch, morgen wieder spielen zu können. Der Schlüssel wird für beide Teams einmal sein, die Enttäuschung des letzten Spiels zu verarbeiten. Wir haben unsere letzte Playoff-Chance verpasst und Trier ist nun fix abgestiegen. Da haben beide Teams, glaube ich, einiges zu verdauen. Trier ist abgestiegen, wird aber sehr, sehr schwer, die einzuschätzen. Deswegen, wie gesagt, einfach gut spielen, Energie geben. Das haben mindestens die Fans verdient, das sind wir uns auch selber schuldig. Das gestrige Spiel vergessen und einfach nach vorne blicken, ne? Und die Saison, wie schon gesagt, so gut wie möglich beenden und dann einfach weiterkämpfen. Also da habe ich persönlich keine Schwierigkeiten. Gegen Trier sowieso, ich meine, da ist mein Nationalcoach Henrik Rüdel und den will ich dann natürlich auch noch beweisen und da bin ich schon hungrig. Ich glaube, Trier war schon in der Hinrunde eines der Spiele, das wir vielleicht hätten nicht unbedingt verlieren müssen. Haben das aber doch zurecht getan haben. Deswegen, da muss man auch noch zeigen, dass wir uns da entwickelt haben.